Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute geht es um das Thema Stücklisten. Die Stücklisten als Beispiel für ein Programm, also die Erstellung von Stücklisten, basierend auf der Produktstruktur, wie wir sie im letzten Durchgang, also im Themenblock Relationen in Java, besprochen hatten. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Produktstruktur. Also die Produktstruktur ist genormt in der DIN 199. Und in der Produktstruktur sind eigentlich alle Teile drin, ja, die man braucht, um so ein Produkt zu beschreiben. Ja, wir hatten uns ja dem Aspekt der Geometrie gewidmet. Da haben wir gesagt, okay, so ein Produkt besteht aus Baugruppen und Teilen. Und hier gibt es einfach mal so einen Stammbaum des Produktes. Eins ist das hier als Beispiel. Der besteht hier aus mehreren Baugruppen, die jeweils dann mehrfach da drin verbaut sind. Aber das Ganze gibt es auch nochmal in der umgekehrten Darstellung. Der Go-Zinto-Graph, das ist so eine Verballhornung von Goes into it. Und das heißt also hier, das Teil 2 geht dreimal in die Baugruppe 1 rein. Wenn wir schauen, hier im Stammbaum ist das genau das gleiche. Teil 2 ist dreimal in der Baugruppe 1 verbaut. Ja, das ist im Prinzip die Produktstruktur. Wir hatten das ja im letzten Beispiel mal mit dem Aspekt Geometrie. Ne? Da hingen ja immer hier noch so Geometrieteile dran. Das ist jetzt mal so ganz grob die Produktstruktur, wie sie in so einem System hinterlegt sein kann. Ne? Konfiguration haben wir ja schon drüber gesprochen, wird dann entsprechend im System dargestellt. So, daraus können wir jetzt sogenannte Stücklisten machen. Ne? Stückliste hat den Vorteil, dass wir dann, hier steht jetzt formal aufgebautes Verzeichnis, also im Prinzip eine Liste, das heißt ja auch schon Liste, in der man alles aufgezählt hat, was man braucht, um so ein Teil oder eine Baugruppe zusammenzubauen. Also hier geht es im Prinzip um die Auflistung von Teilen, Einzelteilen und Baugruppen, die zusammen verbaut werden. Also im Prinzip so eine, ja, so eine analytische Betrachtung, woraus besteht eigentlich mein Erzeugnis. Da gibt es eine ganze Menge verschiedene. Also erstmal ganz allgemein kann man unterscheiden, es gibt unstrukturierte und strukturierte. Also Mengenübersichtsstückliste ist unstrukturiert, das ist einfach nur eine Liste. Während hier zum Beispiel die Strukturstückliste, die Baustückkastenstückliste, die geben auch die Struktur an, in der das Erzeugnis zusammengesetzt ist. Ja, man kann jetzt, gibt auch verschiedene Anwendungen, also es gibt eine Konstruktionsstückliste, eine Fertigungsstückliste, eine Dispositionsstückliste. Ja, das sind also Stücklisten, die für eine bestimmte Anwendung optimiert sind, während die hier ja erstmal ganz grob erstmal nur Aussage macht, wie ist die überhaupt aufgebaut. Ja. Und dann kann das Ganze aber auch nach einem Inhalt strukturiert sein. Das kann zum Beispiel eine Normteilstückliste geben, eine Kaufteilstückliste, eine Eigenteilstückliste, eine Ersatzteilstückliste. Das sind also im Prinzip Stücklisten, die für bestimmte Zwecke, ja, Einkauf oder Konstruktion bereitgehalten werden. Da gibt es also verschiedene. So, schauen wir uns mal die wichtigsten Vertreter an. Schauen wir mal die Mengenstückliste an. Die Mengenstückliste, die haben Sie in der Übersicht eben bei den unstrukturierten Stücklisten gefunden, denn das ist einfach nur eine Aufzählung. Also ich kann hier über die eigentliche Struktur dieses Produktes, wie ich sie hier sehe, gar nichts mehr ablesen. Ich kann einfach nur sehen, im Erzeugnis 1, ja, das ist hier mein Produkt, da gibt es drin die Baugruppe 1, die Baugruppe 2, die Baugruppe 3 und hier steht jeweils wie oft. Ne? Sie sehen hier, die Baugruppe 2 kommt zweimal drin vor, die Baugruppe 1 kommt einmal drin vor, die Baugruppe 3 kommt einmal in der Baugruppe 1 vor, die wiederum einmal im Produkt 1 vorkommt. Das ist also hier im Prinzip die 1, die da rauskommt. So, und ansonsten schauen wir mal hier, das T1, das ist ja das Teil 1, ja, das kommt also einmal in der Baugruppe 1 vor, ja, es kommt zweimal in der Baugruppe 3 vor, so, dass die kommt auch wieder einmal in der Baugruppe 1 vor und einmal im Produkt. Daraus ergibt sich für das Produkt eine Stückzahl von 3. Ja, analog dazu vom T2, ja, das kommt hier dreimal vor, oder schauen wir uns mal das T5 an, ja, das kommt zweimal hier vor. Und da die Baugruppe 2 zweimal vorkommt, kommt das T5 dann analog entsprechend viermal vor. Ja, das ist im Prinzip eine ganz einfache Mengenübersichtsstückliste. Die sagt einfach nur, welche Menge von welchen Bauteilen und Baugruppen überhaupt
verbaut sind. Ja, danach könnte ich jetzt zum Beispiel einen Einkauf planen oder einen Produktionsvorlauf planen und so weiter. Das heißt, ich weiß nur über die Menge, aber nicht mehr über den Zusammenhang. Anders die Strukturstückliste. Ja? Die Strukturstückliste gibt einmal an, auf welcher Stufe der Strukturierung wir uns befinden. Da sehen Sie also hier Stufe 3. Das heißt, diese drei Teile kommen hier in dieser Baugruppe 3 vor. Wenn wir jetzt mal schauen, das ist genau das hier, B3. Da kommt T1, T3, T4, ne, T1, T3, T4, 2, 3 und einmal vor. Hier sehen Sie auch, das ist jetzt nicht ausmultipliziert, also im Prinzip ist das hier, die Strukturstückliste, einfach nur eine Abwicklung von dem Baum. Ne. Ich gehe hier rein und sage, okay, das B1 kommt einmal vor, in dem B1 kommt einmal das B3 vor, ne, das ist hier die 1 und die 1, und in dem B3 kommt dann zweimal das T1, ja, dann dreimal das T3 und dreimal das T4 vor, und dann sehen Sie hier, das ist die Strukturierung. Und dann auf dieser Ebene geht es weiter, das heißt also dieses Teil sind im Prinzip hier in diesem Stammbaum Geschwister. Ja, und hier kommt dann das T1 vor. Ne? Also im Prinzip wird einfach nur diese Produktstruktur, wie wir sie hier in dem Stammbaum sehen, einmal abgewickelt. Ja, also jetzt kann ich hier genau sehen, welches Teil in welcher anderen Baugruppe verbaut wird. Ich kann das jetzt aber nicht, zum Beispiel nicht mehr benutzen, um im Voraus zu bestellen, ja, weil hier müsste ich ja die Mengen dann wieder zusammenzählen. Ja, Sie sehen, die Strukturstückliste hat einfach einen anderen Anwendungsfall als die Mengenstückliste. Ja, und deshalb gibt es auch verschiedene Stücklisten, damit man eben diese verschiedenen Anwendungsfälle abdecken können. Dann gibt es noch die Baukastenstückliste. Hier ist es im Prinzip so, dass es für jede Ebene, ne, für jedes Erzeugnis hier gibt es, nicht nur für Erzeugnisse, auch für die Baugruppen, also für jede Baugruppe gibt es eine eigene Stückliste. Und im Prinzip, wenn ich jetzt sage, hier in dem Erzeugnis ist die Baugruppe 1 und die Baugruppe 2 drin, das ist im Prinzip das hier, sehen Sie ja, 1 und 2 sind genau die Mengen hier übertragen. Wenn ich jetzt wissen will, was in dem B2 ist, müsste ich entsprechend hier die Baugruppenstückliste von dem B2 anfordern und entsprechend hier diese Auflistung auswerten. Na, das ist im Prinzip das, was wir hier sehen. Ja, das ist ganz praktisch, ja, da kann man nämlich sehr detailliert in dem Produkt, also sich informieren, wie das Produkt aufgebaut ist. Ja, aber auch wieder zum Bestellen wird es jetzt auch nichts taugen. Ja, aber hier, um sich eine Übersicht zu verschaffen, passt es hervorragend. Sie sehen aber auch, im Prinzip ist das immer nur dieser Ausschnitt. Ne? Also jede von diesen Listen ist immer ein Ausschnitt, eine Baugruppe mit den direkt darunter hängenden Teilen, und hier die Baugruppe mit den Teilen ist entsprechend diese Liste. Es wird also immer nur eine Ebene dargestellt. Das Ganze gibt es auch in umgekehrt, dann heißt es Verwendungsnachweis. Ja, und da kann ich dann sagen, okay, in welchen Baugruppen sind eigentlich meine Teile enthalten? Ne? Also das ist dann eher die synthetische Betrachtung. Worin ist mein Teil enthalten? Ja, die gibt es auch wieder in unstrukturiert, also Mengenverwendungsnachweis wird es dann, und in strukturiert. Das ist der Strukturverwendungsnachweis und der Baukastenverwendungsnachweis. Ja, das sieht im Prinzip so aus, wenn das hier meine verschiedenen Produkte und Baugruppen im Unternehmen sind. Also, Sie haben immer mehrere von diesen Bäumen, und jetzt haben wir mal hier irgendwo so einen unstrukturierten Verwendungsnachweis. Da wird also hier ein Verwendungsnachweis für das T7 geben. Das Teil 7 ist verbaut einmal hier, einmal da, da, da und da. So, und beim Mengenverwendungsnachweis haben wir hier sogar noch angegeben, wie oft das Teil 7 in den einzelnen Baugruppen drin ist. Also im Prinzip sieht es genauso aus wie der Baum, nur dass es eben quasi in die andere Richtung gelesen wird. Also vom Teil ausgehend zu den Verwendungen des Teils im Produkt. Also hier, das ist das B1, ja, das ist dieses T7, kommt da drin einmal vor. Hier ist die Baugruppe 2, das ist diese Baugruppe hier, und da kommt T7 hier einmal vor und da einmal vor. Ja, Sie sehen, einmal in der B5 hier und einmal in der B5 da und so weiter. Im B5 nur einmal und so weiter. Das heißt also, die Betrachtungsrichtung ist einfach andersrum. So, und das kann man natürlich im System darstellen und kann dann daraus entsprechend, wenn man einmal diese Struktur hat und die dann entsprechend in zum Beispiel einem PDM-System pflegt, ja, dann kann man Stücklisten und Teileverwendungsnachweise generieren, ne? Also zum Beispiel einfach als Textdatei oder als HTML-Datei oder dass man sie in Office, zum Beispiel in Excel importiert oder direkt als PDF-Dokument zur Archivierung.
Ja, diese HTML-Stücklisten, die werden jetzt nicht generiert nach dem Motto, morgen werfen wir mal den HTML-Stücklistengenerator an, sondern das ist im Prinzip ein Echtzeitzugriff, ne? Also online können Sie jetzt mit dem Webbrowser zum Beispiel auf Ihr System zugreifen. Dann wird ja so eine HTML-Seite erzeugt und dann können Sie hier entsprechend die Sachen direkt online sehen. Ja? Das heißt, da werden auch, kann ich auch Stücklisten quasi auf Knopfdruck erzeugen. Ja, und das funktioniert heute ja relativ schnell. Ja? Und das hier hinten ist dann entsprechend alles so in der Datenbank abgelegt. Und wenn man es dann eben während der Produktentwicklung sauber da rein dokumentiert, ja, dann kann man hier hinten die Stücklisten für die eben vorgestellten Zwecke auch benutzen. So, aus diesem Anwendungsfeld, was ja ein sehr ingenieurmäßiges ist, habe ich jetzt mal eine Hausaufgabe abgeleitet. Ja, erstellen Sie ein Programm, das auf Basis einer Produktstruktur eine Stückliste ausgibt. Dann nehmen Sie natürlich die Produktstruktur aus der letzten Hausaufgabe und dafür fügen Sie zu der Klasse Item einfach eine Methode Print Structure List ein. Ne? Die können Sie auch direkt ausgeben. Als Übergabeparameter brauchen Sie dann im Prinzip immer nur die Ebene, auf der Sie sich befinden, damit Sie vorne die Ebene entsprechend ausgeben können. Ne? Wir erinnern uns, die Strukturstückliste, da stand ja vorne 1, Punkt, Punkt 2, Punkt, Punkt 3, also um immer anzugeben, auf welcher Strukturebene wir uns befinden. So, und wer damit durch ist oder fertig ist und sich noch ein bisschen tiefer damit beschäftigen möchte, der kann auch mal eine Mengenübersichtsstückliste erzeugen lassen. Dazu brauchen Sie eine zusätzliche Klasse, also im Prinzip eine Klasse, die den Eintrag in so einer Liste repräsentiert. Also jeder Eintrag in der Liste repräsentiert ja eine Sachnummer, also ein Item. Und dann müsste man ja noch auszählen, wie oft dieses Item vorkommt. Und dafür brauchen Sie im Prinzip eine Klasse, die einmal eine Referenz auf dieses Item hält, also es ist im Prinzip eine Relation. Ja, und dann die Anzahl, wie oft es vorkommt. Ja. Da gibt es eine Klasse Hashtable, da können Sie mal nach googeln, die ist auch in der Java-API-Referenz verzeichnet. Die könnte Ihnen dabei helfen, ja, nämlich die kann Objekte bestimmten Hash-Werten zuweisen und dafür sorgen, dass man sie nur einmal verzeichnet. Ne, und dann kann man eben in dieser neuen Klasse entsprechend hochzählen. Ja, die beiden Aufgaben besprechen wir dann auch im Plenum. Ja. Dann, wenn jemand Interesse an der zweiten hat, dann bitte auch im Plenum dazu Fragen stellen. Gut, und dann sehen wir uns zur Vorlesungszeit im Plenum.